Wir haben einen guten Busfahrer, der nicht streikt. Da bin ich mir sicher. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Also mein Name ist Mirko Liesebach, Liesebach Moritz. Ich bin 43 Jahre alt und arbeite für den Verein seit 2000. Erste Fahrt für Hannover 96, die ging unter Branko Ivankovic in das alte Bökelberg-Stadion nach Borussia Mönchengladbach. Das war noch zweite Liga. Außergewöhnlich gute Fahrten, natürlich, davon gibt es oftmals mehr als schlechte. Außergewöhnlich gut, Aufstieg 2002, Rückfahrt von Schweinfurt, glaube ich. Irgendwie haben wir da, glaube ich, den Aufstieg klar gemacht. Eine weitere gute Fahrt, die ich noch ganz lange in Erinnerung haben werde, ist sicherlich die Rückfahrt von Bochum. Unter Trainer Mirko Slomka haben wir da den Klassenerhalt geschafft, am letzten Spieltag nicht abgestiegen zu sein. Mit den Jungs direkt ist noch nie was passiert, weder ein Unfall noch eine Panne, wo wir irgendwo auf der Autobahn oder auf irgendeiner Landstraße stehen bleiben mussten und sind nicht mehr weitergekommen. Wir haben einmal ein Problem in Holland gehabt mit dem Anlasser. Auch da haben wir in Gladbach gespielt, haben in Holland übernachtet und wollten zum Spiel fahren und der Bus ließ sich nicht starten. Und da mussten alle Spieler nach der Besprechung, die Ralf Rangnick vorher gehalten hat, hinten an den Bus und mussten einmal den Bus anschieben. Es gab unter Horst Ermantraut eine Rückfahrt, auch aus dem Süden. Ich glaube, wir haben in Stuttgart gespielt und wir sind zurück mit dem Bus gefahren. Und weil Stuttgart, Hannover, man mit einer Fahrzeit von 4,5 Stunden nicht fahren darf, ist nach Fulda an die Raststätte ein Kollege gekommen. Wir haben kurze Fahrerwechsel gemacht, kurze Pinkelpause für die Jungs sozusagen. Und ich bin dann einfach so die ersten 20 Kilometer noch hier vorne beim Kollegen gesessen und habe geguckt, dass er den Bus sicher im Griff hat. Und ich bin dann irgendwann nach hinten durch den Bus gegangen und Jan Schimak, der hinter der Küche auf der Sitzbank sich befand und da mich mit ganz großen Augen anguckte und fragte mit seinem tschechischen Akzent: Liese, wer fährt? Und ich nur so locker gesagt habe: Jan, Autopilot, kein Problem. Und dann ist er aus dem Sitz rausgesprungen, ist nach vorne gelaufen und erst da hat er meinen Kollegen gesehen, dass es im Bus doch noch keinen Autopilot gab. Und dann kam er beruhigt nach hinten und hat gegrinst. Gehst du an Raststätten immer einmal rum? Ich gucke oft. Du siehst ja nicht immer alles. Morgens, wenn es noch dunkel ist, guckt man schon mal, was machen die Reifen, ist irgendwas eingefahren.
Wir haben eine kleine Küche, da befindet sich eine Kaffeemaschine drauf. Wir haben einen Heißluftofen, in dem das Essen warm gehalten werden kann, was wir geliefert bekommen. Es gibt dort ein Handwaschbecken, da steht ein Obstkorb drauf, ein paar Müsli-Riegel liegen dort immer. Schon besonders für einen Bundesligisten tätig sein zu dürfen.